Willkommen Leute zu Mario Kart 7 Online. Das sind meine Mitspieler und ja, ein paar neue Gesichter würde ich mal sagen, oder? Bin ich mir da jetzt, bilde ich mir das ein? Nein, ich glaube, da sind neue Gesichter dabei. Okay Leute, wir sehen uns im Rennen. So, erstes Rennen, Regenbogen Boulevard. Und ich bin, ja, ein bisschen sehr erkältet. Deswegen entschuldige ich mich schon mal im Voraus für alles Mögliche. Ne? Alles so gut. Viele von euch haben mir irgendwie zu Yoshi geraten im letzten Part. Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht warum, habe ich da gefragt? Scheinbar. Ich hätte mir ja eventuell nochmal angucken können, was ich da gesagt habe. Aber mir fehlte die Lust und die Zeit. Sowieso Zeit aktuell, boah, kannst du knicken. Puh, bin ja da hier in der Wohnung da beschäftigt, so, ne? Und todeserkältet und, ach, kannst du so vergessen. Schrecklich. Okay, Leute, was gibt's denn sonst zu erzählen? Jetzt mal ehrlich. Ich hab mir gestern eine PS Vita geholt, ja, aus, ja, irgendwie Langeweile und so, dachte ich mir, komm, was machst du denn jetzt? Und die PS Vita, ja, halt eine neue Konsole, die lächelt mich dann natürlich an. Da kann ich nur schwer Nein sagen. Und was ist, na, die, also, nee, irgendwie die Steuerung gefällt mir nicht. Naja, auf jeden Fall habe ich mir das Ding gekauft und jetzt könnte ich ja auch dazu ein bisschen was sagen. Ich habe aktuell nur das Spiel Touch My Katamari. Ja, das wird die meisten jetzt wahrscheinlich so, werden sich jetzt so denken, so, was, der holt sich eine Vita und dann holt er sich Katamari? Bist du bescheuert? Ja, das kann man dann eventuell so sehen, das, also wenn man es so sieht, kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen. Aber ich muss sagen, ich bin ein großer Katamari-Fan, also mir gefällt das richtig gut. Und die Vita an sich gefällt mir eigentlich auch gar nicht so übel, wie ich zuerst angenommen hatte. So schön groß das Teil und der Bildschirm ist auch echt nice. Muss ich schon sagen. Ja. Ansonsten die Spielauswahl ist momentan natürlich noch so ein bisschen so lala. Man hätte natürlich auch noch Uncharted holen können, aber außer Uncharted 1 habe ich kein Uncharted durchgespielt. Die anderen beiden habe ich immer nur so, ja, wenn überhaupt bis zur Hälfte gespielt. Da fehlte mir dann die Lust, deswegen habe ich dann auch gedacht, ach komm, Uncharted, nee, das spielst du sowieso nicht. Ist jedes Mal das Gleiche. Ja, und das hier wird auch nichts, der zweite Blitz, aber da ist vielleicht jemand runtergeblitzt worden. Ja, tatsächlich. Oh, nee, also die Strecke... muss nicht. Muss nicht, wir sind Vorletzter, yeah. Ja. Noch irgendwie was zur Vita gleich vielleicht? Mal gucken. Erster Rico, zweiter JJLP, dritter Slicer, vierter Line Delber, GP of 5, 6 Antonia, 7. Ich und 8. S-City. Nächstes Rennen. Ja, und noch so eine Horrorstrecke. Cooper Großstadtfieber, wunderbar. Da macht's echt Spaß. Ich hatte auch schon gedacht, vielleicht sind heute gar keine Leute da, weil im Chat war nur eine Person und da dachte ich mir dann schon so, okay, keiner da, aber wir haben trotzdem einen vollen Raum. Und das, obwohl ich gesagt habe, dass ich eventuell gar nicht komme. Nicht hundertprozentig sicher. Weil, wenn ich da halt in der Wohnung da machen bin, dann muss ich ja auch ein bisschen, ich mach das ja nicht alleine und dann muss ich mich ja auch ein bisschen nach den anderen richten, ne? Es ist ja halt so und... Shit! Ach, na gut, aber ich denke mal, das hier läuft besser als das vorhin. 6. Platz ist vielleicht drin. Yoshi, ja, wie fährt sich Yoshi? Ist vielleicht nicht das richtige Gefährt für Yoshi. Das könnte natürlich auch sein. Mist, ja. Oh, in der Wii-Version hätte ich jetzt meinen Pilz verloren, oder? Müsste eigentlich. Cool, dass es hier nicht ist. Das wusste ich noch gar nicht. Apropos Wii-Version, ich spiele zurzeit so ein bisschen den Online-Modus so für mich alleine. Und, ja, in den Grand Prix gegen euch bin ich natürlich immer grottenschlecht. Mehr oder weniger. Ja, es geht, ey, Leute, das ist... Ich weiß jetzt definitiv, dass ich für so einen Random-Typ gar nicht so übel bin, denn wenn ich einfach mal so online spiele, dann bin ich eigentlich gar nicht so übel. Ich habe mich zumindest in den letzten 2 Tagen, habe ich das mal so ein bisschen gezockt, und da im Online-Modus, und ich bin mit 6.800 Punkten gestartet und habe mit 8.300 Punkten aufgehört. Also von daher, wenn ich gerade so eine Lackerpiste komme, wie Marios Rennpiste, ne, oder so, oder Luigis Piste, dann sieht's echt für mich gar nicht so übel aus. Ich müsste vielleicht auch mal dieses Spiel hier ein bisschen so online spielen, aber
Naja, ich traue dem Online-Modus hier nicht wirklich über den Weg. Das ist hier die Sache, wenn ich... hab keinen Bock, dann hier 7 Stunden nach Online-Gegner zu suchen und da tut sich am Ende sowieso nichts. Ah, Leute, ey, mit euren Scheißblitzen. Ja gut, 7. Platz. Ich glaube, besser wird's nicht. Und ich werde auch eventuell noch überholt. Jede Sekunde. Vorsichtig hier. Los, los, los. Komm, 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 komm. Nein! Das gibt's doch nicht. 6. Oh, 6. Jetzt noch ein richtig geiles Item. Ja, ein Stern ist okay. Nochmal 5. Oh, 5. Ja gut, ich glaube, den 5. Platz kann mir keiner mehr nehmen. Damit kann ich gut leben. Doch, auf jeden Fall. 5. Platz ist nice. 1. City, 2. JJLP, 3. Rico. Gesamtpunktzahl, 1. Rico, 2. JJ, 3. City, 4. Line. Und ich bin insgesamt 7. Varius Galeonenwrack. Und was mir noch so einfällt, ich habe ja jetzt hier demnächst das 1000 Abonnenten-Special vor. Und ich denke mal, so viele haben es bestimmt nicht mitbekommen, dass ich das mache. Und deswegen sage ich es hier nochmal, weil hier gucken ja eigentlich doch recht viele zu. Und zwar mache ich ein FAQ, so mäßig. Und ihr könnt Fragen stellen. Und das wäre jetzt cool, wenn ihr eure Fragen postet. Die könnt ihr dann meinetwegen auch gerne unter dieses Video posten. Das ist egal. Ich krieg's mit. Ja, also nicht nur eine Frage. Ihr könnt so viel fragen, wie ihr wollt. Ihr könnt so dämliche Fragen stellen, wie ihr wollt. Das ist mir relativ egal. Und jo. Macht's einfach. Es ist, wäre schön. Würde mich freuen. Und alles weg. Alles weg. Komm. Noch den Blooper des Todes hinterher. Und ja. Na. Ja, dann nehmen wir auch. 3. Platz. Nice. Auf einer Strecke, die ich nicht mag. Alle neuen DS-Strecken sind blöd. Warum ist das so? Ich weiß es nicht. Und warum will ich... Ich möchte Motorrad fahren hier. Das ist... Ich komme da immer noch nicht ganz drüber hinweg, dass es hier keine Motorräder gibt und es ist einfach nicht Mario Kart Wii. Ne. Oder so ein Remake von Super Mario Kart, dem ersten Teil, das wäre eigentlich auch ganz nice gewesen. Nur so die alten Strecken da und vielleicht, ja, dann als Retro-Strecken könnte man ja hier vom Nintendo 64 und so ein paar mit reinnehmen. Meinetwegen, aber das wäre cool gewesen. Ich denke mal, ich bin zwar der Einzige, der dieser Meinung ist, aber was soll's. Scheiße, das war bestimmt nur ein Grüner oder so, ne? Na. Na gut, 6. Platz, das ist ja auch noch okay. Ja, und wie gesagt, wenn euch dieser Part diesmal nicht gefällt, dann liegt es vielleicht daran, dass ich krank bin. Ich bin nicht ganz bei der Sache und meine Nase lenkt mich ein bisschen ab und ganz bisschen minimal. Vor allen Dingen, die läuft, Leute, die läuft wie verrückt. Ey, die hat echt keinen Bock mehr auf mich, die scheiß Nase. Und ich habe auch keinen Bock mehr auf die verdammte Nase, ey. Es ist... Es bringt mich um. Sie brennt und es tut weh und... Und es läuft nicht. Aber wer hätte das gedacht? Ja. Ich muss auch vielleicht ernsthaft mal drüber nachdenken, das Mario Kart 7 LP vielleicht zu lassen. Ich weiß es nicht. Ich bin... zu sehr im Nachteil und... Es ist immer so ziemlich aufwendig, das Ganze zu machen. Oh, 7. Ja, 7. Komm, scheiß drauf. Passt. Ja. Aber ich denke mal nicht, dass ich es abbreche. Nö, nö. 1. Riku, 2. JJ, 3. Antonia. Ich überleg's mir halt immer nur. Oh, ich bin insgesamt 3. Nice. 1. Riku, 2. JJ, 3. SCD. Aber ich kann es noch ändern. Ich habe ja noch eine Runde. So Leute, als ich das hier gerade in der Auswahl gesehen habe, war mir sofort klar, das wird nochmal gewählt. Varius Galeonenwrack, die 2. Na. Oh, Jubel. Freude. Sehr nice. Da kriegt man auch schon wieder mehr Bock, dieses LP fortzusetzen. Scheißstrecke. Also echt in diesem Part nur Strecken, die ich nicht leiden kann. Ich mag die alten Wii-Strecken. Ich mag meinetwegen auch die GBA-Strecken. Ich mag auch die Super Nintendo-Strecken und auch die Nintendo 64. Also alles, was hier an Retro-Kursen so ist, ist ganz okay. Und von den neuen Strecken ist wirklich, was ist da gut? Da fällt mir nichts ein. Keine einzige Strecke würde ich hier als gut betiteln. Möglicherweise kann ich bei ein paar noch sagen, ist okay, es geht. Aber der Rest ist echt, nee.
Sie gefallen mir nicht. Und ja, meine eigene Bombe, natürlich. Ich dachte, die wäre schon explodiert. Wie lange braucht die denn? Das ist doch nicht wahr! Ah, unfassbar. Siebter Platz, ätzend, ätzend. Mein Gott. Wie war das noch? Das ist nur Spaß. Ja, das ist nur Spaß, genau. Das muss ich mir immer wieder sagen. Es ist nur Spaß, es macht Spaß, es soll Spaß machen. Es soll zumindest Spaß machen, ja. Ob es Spaß macht, ist eine andere Frage, aber... passt schon. Wenn man solche Strecken hier spielen muss, dann macht es auf jeden Fall keinen Spaß. Okay, und ich bin eigentlich jetzt gerade in diesem Moment, wo ich unbedingt die Nase putzen müsste, denn... die Schnodder läuft gerade so ganz gemütlich runter Richtung Mund. Ach, das ist schön. Das macht Spaß. Ja. Wieso sind die immer alle so eng aufeinander? Ist doch, gibt's doch nicht. Die können doch nicht immer alle so eng aufeinander sein, dass eine Sache passiert. Du bist Dritter und du bist sofort Achter. Wenn du von einem Roten getroffen wirst, das kann ich. Ah, das gibt hier auch keine vernünftige Stelle, wo man das machen kann, glaube ich. Ah, okay, das war jetzt nicht so übel, aber sechster Platz, das ist nichts. Das ist doch nichts, Leute. Oh. Wäre es nicht vielleicht eine Idee, auch hier Schwergewichte zu nehmen in diesem Spiel? Dass man nicht wirklich von allem und jedem sofort runtergeschmissen werden kann, oder... na, ich weiß nicht. Das sollte man sich vielleicht echt mal überlegen. Nee, nee, das ist unfassbar, ey. Das ist eine Kleinigkeit und du bist sofort Letzter und das kurz vor Ziel. Und jetzt kommt auch, glaube ich, kein Item mehr. Nein. Ja, Letzter. Okay, damit ist die Gesamtwertung Letzter auch sicher. Wunderbar, dann machen wir alles wenigstens vernünftig und passend. Rico, Lion, Antonia. Und insgesamt Rico, JJ, Lion, City, Antonia, Dalba, GP, Slicer und dann ich. Yeah, 9 Punkte insgesamt. Nice. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Das kann ein bisschen dauern, weil ich werde jetzt die Zeit fahren, dann demnächst machen. Und ja, ich hoffe, ihr guckt auch da rein. Bis dann und ciao.